ich bin der Chandra Gettli. Ich komme von Flims und bin 17 Jahre alt. Salut les jeunes. Hallo zusammen, ich bin der Remy. Ich bin 20 Jahre alt und ich wohne in der Nähe von Lausanne. Seit etwa 4 Jahren fahre ich Freeski. Ciao miteinander, ich bin der Vincent, 15, von Haus am Albis. Und ich mache jetzt hier bei dem Gorilla-Filmdreh mit. Hey, ich bin Nina Ragetli, 19 und komme von Valendas, das ist in der Nähe von Laax. La sensation de pouvoir skier sur la neige et puis das Gefühl, auf dem Schnee Ski zu fahren, einen Sprung zu machen, in der Luft zu fliegen und sich zu drehen, ist eine ganz persönliche Erfahrung. Wenn du eine Figur schaffst, ist das etwas, was dich glücklich macht und dich näher zu dir selber bringt. Es ist cool, auch weil du die Blicke von den anderen auf dich ziehen kannst. Ja, es ist wirklich eine echt schöne Sportart. C'est vraiment c'est un beau sport. Ich fahre seit 3 Jahren Freeski selber und seitdem ja bin ich an der Sportschule Langenberg und fahre jetzt noch viel mehr Ski und macht mir eigentlich mega Spass. Am liebsten fahre ich im Park. Jetzt ein geiler Kicker, jetzt macht es mega Spass. Und alleine fahren finde ich eigentlich nicht so cool. Ich tue am liebsten mit den Kollegen fahren. Da tut man sich immer wieder pushen, hat Spass miteinander. Ich finde das Gorilla-Filming sehr cool, weil es bringt etwas, man gibt anderen Personen etwas weiter und die vielleicht auch keine Ahnung haben von dieser Sportart, können viele neue Sachen lernen und das vielleicht auch ausprobieren dann auf dem Schnee. Zum Freeski-Fahren bin ich eigentlich durch meinen Vater gekommen, da er mich mit 10 das erste Mal an freestyle.ch mitgenommen hat und die Freeskier haben mich dort direkt fasziniert. Und momentan bin ich im Sportgym in Davos. Durch das habe ich die perfekte Möglichkeit, um das Trainieren mit der Ausbildung zu kombinieren. Am Morgen, wenn ich auf den Berg komme, freue ich mich immer, wenn es mega schönes Wetter ist und die Pipe einfach perfekt geshaped ist. Und dann will ich einfach nur Spass haben. Oder wenn ich mir etwas ein Ziel setze, um einen Trick zu lernen, will ich es auch durchziehen. Le projet Gorilla m'a beaucoup rappelé. Das Gorilla-Projekt hat mich oft daran erinnert, wie ich mit dem Freeski-Fahren angefangen habe. Man fährt ganz unten an, mit Basic-Figuren. Dann macht man Fortschritt, Winter für Winter und im Sommer auf dem Trampolin oder auf dem Sprungbrett, wo man sich wirklich amüsieren kann. Mit all diesen verschiedenen Techniken kann man Fortschritt machen und erreicht irgendwann ein Niveau, wo man dann wirklich stolz sein kann. Es ist ein Niveau, wo man dann wirklich fier de soi-même. Was ich sicher cool würde finden, wenn du aus dem Movie etwas lernst und du gleich Spass findest wie mir oder wie nie an dieser Sportart. Der echte Grund, dass ich hier beim Projekt mit Gorilla mitgemacht habe, ist eigentlich deswegen, dass ich dich motivieren will, zum Skifahren, zum im Park gehen, um auch den Spass zu erleben, den ich habe. Für mich als Frau ist es noch cool zum Skifahren. Also ich bin recht viel mit den Jungs unterwegs. Es gibt zwar noch nicht so viele Mädels, aber immer mehr. Und es wäre auch cool, wenn du durch Gorilla den Spass am Frisky findest.